Assalamu alaikum und marhaban, meine lieben Freunde und Geschwister. Ich hoffe, es geht euch super und ihr habt fleißig geübt. Wir haben jetzt die Verben, die sechs Arten, in der Vergangenheit und ebenso auch in der Gegenwart gelernt. Und jetzt kommt die Hausaufgabe, Al-Wazifa. Die erste Aufgabe, die ich euch gebe, ist: konjugiere die kommenden Verben von der Vergangenheit zur Gegenwart. Und da gibt es eben die Verben. Kharaja, Zahaba, Rakiba, Shariba, Hazza, Wathiba, Ba'a, Shahada, Esra'a. Diese Verben will ich eben in der Gegenwart haben. Dann schreiben wir zum Beispiel Kharaja in der Gegenwart so und so. Okay? Kommen wir dann zur nächsten Aufgabe. Konjugiere die Verben von der Gegenwart zur Vergangenheit. Hier jetzt umgekehrt. Und dazu haben wir jetzt die Verben yadkhulu, yaghsilu, yadhillu, yaummu, yamilu, yashau, yaruddu, yaqa'u, yusalli. Diese Verben will ich eben in der Vergangenheit haben. Ihr könnt es auch egal wo schreiben, also auf dem Heft oder auf keine Ahnung wo. Könnt ihr auch gerne fotografieren oder unter den Kommentaren schreiben und es mir schicken. Die nächste Aufgabe ist: übersetze die Verben von Deutsch auf Arabisch. Und da haben wir das Wort ziehen, versprechen, ankommen, müssen, finden. Und die will ich eben auf Arabisch. Was heißt ziehen auf Arabisch? Versprechen, ankommen, müssen, finden auf Arabisch. Ich hoffe oder ich denke, es ist eine sehr einfache Aufgabe, da ihr sehr fleißig wart. Die nächste ist: übersetze die Verben von Arabisch auf Deutsch. Und da haben wir das oder da haben wir die Wörter Bassa, Sa'a, Alima, Yamilu, Yaruddu. Die will ich eben auf Deutsch. Und achtet auch bei der Übersetzung, dass ihr die Vergangenheit oder die Zeiten nicht durcheinander kommt, denn ich habe da drei in der Vergangenheit geschrieben und zwei in der Gegenwart. Und genauso will ich die dann in der Vergangenheit übersetzt haben und die anderen zwei in der Gegenwart übersetzt haben. Okay? Und dazu, damit ich euch noch erinnere, nehmen wir immer Hu, also er. Er hat das gemacht, er hat dies gemacht. Und dann kommen wir zur letzten Aufgabe, und zwar: benutze die kommenden Wörter in Sätzen. Und da haben wir Jalasa, Amila, Hazza, Jadda, Wasafa. Natürlich müsst ihr auch wissen, was die Wörter bedeuten, was die Verben bedeuten. Und je nachdem legt ihr dann die in passende kleine Sätze. Wenn ihr die in großen Sätzen benutzt, würde ich mich sehr freuen. Und ja, soweit. Das war alles eigentlich. Falls ihr irgendwie Fragen habt in der arabischen Sprache, außerhalb der arabischen Sprache, irgendwelche Fragen, könnt ihr mir die gerne schreiben und ich versuche sie euch zu beantworten. Bis dahin, passt auf euch auf. Ich hoffe, ihr bleibt am Ball und freut euch auf die nächsten Folgen. Somit ist das Video zu Ende. Assalamu alaikum, ma'assalama und bis zum nächsten Mal.